Hallo, hier ist der Chef von Move 36, Tag Nummer 3 auf der Gamescom, jedenfalls für euch. Heute will ich mal schauen, was das denn mit dem Cosplay so auf sich hat. Ich bin hier im Cosplay Village, das heißt, die haben eine ganze Halle, okay, eigentlich eine halbe Halle, und haben da wirklich ein kleines Dorf nur mit Cosplayern hingebaut. Hier gibt es Workshops, Informationen, man kann sich gegenseitig Tipps und Tricks abholen. Hinter mir zum Beispiel seht ihr gerade eine Reparaturwerkstatt, das heißt, wenn hier ein Kostüm kaputt geht, kann man da hin und schnell flicken, was noch zu retten ist. Natürlich werden viele, viele Fotos gemacht, weil das sieht ja schon ein bisschen cool aus. Und ich denke, ich würde mir jetzt einfach mal einen von denen schnappen und dem ein paar Fragen stellen. Und dann habe ich auch direkt jemand gefunden. Wer bist denn du? Hi, ja gut, mein Name ist David. Und ja, das wäre jetzt mal zur Vorstellung. Ich habe gesehen, also, dass du ein Charakter aus Borderlands 2 bist, ein Computerspiel, ein Ego-Shooter im Comic-Look. Und ich finde, das habt ihr hier super rübergebracht. Wer bist du denn da genau? Momentan also jetzt Axton, die Kommando-Klasse aus Borderlands 2, wie gesagt. Was jetzt daran halt ein bisschen anders ist, dass es halt jetzt ein alternativer Skin ist. Also ich bin Cosplay jetzt quasi meinen originalen In-Game-Axton, so wie ich ihn halt jetzt persönlich spiele, mit dem Skin, mit der Bewaffnung und der Ausrüstung und Ähnlichem. Steckt auch ein bisschen Arbeit drin, muss man sagen. Das glaube ich. Wie bist du denn zum Cosplay gekommen, beziehungsweise was übt die Faszination an dich aus? Weil das ist ja nicht unbedingt was Alltägliches, dass man sagt, ich stecke jetzt hier Dutzende oder Hunderte Stunden Arbeit in so ein Kostüm und laufe über die Gamescom. Oh, ja. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, das ist jetzt mittlerweile schon gut 2 Jahre her. Auch über Freunde halt dann irgendwann mal, wo ich dann halt auch mal gefragt wurde, ob ich tatsächlich auch schon damals bei einer Borderlands-Gruppe mitmachen wollte. Hab da dann mein erstes Cosplay mal wirklich selbst gemacht. Das war Roland aus Borderlands 2, der da gerade angelaufen kommt übrigens. Also ja, hier mein erstes selbstgemachtes Cosplay. Gerade getragen, jetzt nicht von mir. Ja, warum mache ich das? Ich habe halt eigentlich schon immer ziemlich viel Spaß daran gehabt, halt auch Dinge, ja gerade auch Dinge jetzt selbst zu machen, selbst zu erstellen. Also seit ich Lego-Steine in die Hand nehmen kann, so wo die Motorik langsam eingesetzt hat, mit 2, 3 Jahren habe ich halt angefangen, da auch schon immer Sachen aus Videospielen nachzubauen tatsächlich. Das ging halt eigentlich so weiter über Modellbau, Warhammer, Ähnliches, bis ich dann halt das Ganze irgendwann mal auf Lebensgröße erweitert habe quasi. Wie viel Arbeitszeit steckt denn jetzt drin, also reine Arbeitsstunden, und wie viele Jahre, Wochen, Monate hast du denn gebraucht, damit das so aussieht, wie es jetzt aussieht? Also für meinen kompletten Kampfanzug hier wahrscheinlich gut 6 Monate. 3, 4 Monate daran sind jetzt allein für die Waffe draufgegangen. Also die ist auch komplett jetzt Handarbeit, keine Nerfguns enthalten. Kannst du sagen, wie viele Arbeitsstunden ungefähr in dem Kostüm drin stecken? Also so reine Arbeitszeit? Locker mal 200. Also allein schon das ganze Malerei, weil ich meine, jeder Strich ist auch wieder handgemalt. Die Jacke habe ich auch komplett selbst genäht dann. Die ganze Ausrüstung hier, alles was ich am Oberkörper eigentlich habe, ist Eigenbau. Die Beinpanzerung, gut, die Hose war jetzt eine gekaufte, die da halt einfach angemalt wurde. Ja, wie gesagt, gut, locker 100 bis 200. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. Wenn ich noch kurz ein bisschen Eigenwerbung machen dürfte, ich habe noch zwei Cosplay-relevante Seiten. Das wäre einmal Maverick Zero Cosplay. Da geht es halt eben jetzt speziell um mich und mein Zeug selber. Und nochmal, vielleicht für Leute, die es jetzt wirklich interessiert, Maverick Zero Prop Factory, wo ich halt eben hier zum Beispiel so Spielzeug auch auf Auftrag anbiete. Und womit ich halt eben auch mein ganzes Zeug finanzieren kann oder auch Hilfe anbiete für Leute oder einen Nerfgun-Lackier-Service und Ähnliches. Dann vielen Dank für das nette Interview. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Faszination Cosplay geben und bis morgen. Ich bin jetzt hier direkt mit einem der Entwickler von Jäger unterwegs. Stell dich doch mal kurz vor. Ich bin der Rudolf Klump, bin Producer bei Jäger und arbeite an Dreadnought. Könntest du Dreadnought in 3 kleinen Sätzen beschreiben?